wenn Sie von einer solchen Lage erfahren, dass da etwas droht, dass da etwas Neues aufgetreten ist, in diesem Fall eben ein neuartiges Coronavirus. Wie geht man damit um? Was muss man als Bürger von einer Regierung dort erwarten? Ich hoffe, Sie legen mir das jetzt nicht überheblich oder arrogant aus, aber meine deutsche Facharztbezeichnung lautet schon Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie. Also Entschuldigung, der ja. Virologe ist, nein, nein, ich sage das jetzt nur dazu, ja, nicht, weil ich jetzt besonders stolz darauf bin, sondern nur, weil das nicht als einschränkender Faktor sozusagen jetzt auch durch das Auditorium wahrgenommen werden sollte. Zu Ihrer Frage. Ich denke mir, die Verantwortung bei so einem wahrscheinlich noch nicht erlebten Szenario ist natürlich sehr, sehr groß und schwierig wahrzunehmen. Aber gerade aus dieser unglaublichen Verantwortung resultiert natürlich auch die Verpflichtung einer akribischen Vorbereitung auf die verschiedenen Szenarien, was unabdingbar gekoppelt ist, auch an die Erhebung von klassischen Eckdaten, die ich brauche, um ein entsprechendes Vorgehen jetzt einmal nicht nur initiieren, sondern dann auch abstimmen, modifizieren und adaptieren zu können. Es ist ja nicht so, dass Deutschland das Land war, in dem der Indexfall, also der erste Patient, aufgetreten ist. Der erste Patient war wahrscheinlich im letzten Quartal des letzten Jahres in China. Die ersten uns bekannt gegebene Patientengruppe waren 27 Pneumoniepatienten mit 31. Dezember 2019. Es hat sich primär in China ausgebreitet und jeder Epidemiologe konnte damals schon sagen, oder jeder epidemiologisch Geschulte, da geht was los. Und es war klar, dass das früher oder später durch die enorme Vernetzung auch der Weltwirtschaft und durch die enorme Mobilität der globalen Bevölkerung auch zu uns kommen wird. Also es wäre zweifellos unverantwortlich blauäugig gewesen zu meinen, es kommt nicht hierher. Und in dieser Phase sind schon Daten zu uns durchgekommen. Wir können jetzt noch immer darüber diskutieren, wie vertrauenswürdig sind chinesische Daten und so weiter. Also das alles. Aber man hat zu diesem Zeitpunkt schon gewusst, es ist eine Krankheit, die unter anderem über die Atemwege, und das ist ja der relevanteste Übertragungsweg, sozusagen übertragen werden kann. Wir haben gewusst, es ist eine Virusinfektion. Das heißt, wir werden wahrscheinlich keine bis wenige Medikamente haben, die wir einsetzen können. Und es ist eine Krankheit, wo wir gewisse Risikogruppen zumindest definieren können. Und bei den Risikogruppen muss man sagen, lieber, also am Anfang zu viel als zu wenig. Also das ist ja grundsätzlich eine Strategie, wenn ich ein neues Ereignis habe, das ich noch nicht wirklich überblicke, dass ich lieber den Sicherheitszuschlag entsprechend höher wähle, um sozusagen mir nichts vorwerfen zu müssen. Also insofern kann man noch immer darüber diskutieren, wen schließt man alles in die Risikogruppen mit ein. Und eine absolute Verpflichtung in dieser Situation wäre es, von Anfang an saubere Daten zu generieren und zu sagen, in dem Moment, wo ich Tests habe, lege ich die Tests auch darauf aus, dass ich versuche, das Ausmaß der Infektion in der Bevölkerung, so gut ich das kann, zu erfassen, um eine seriöse Grundlage ha zu haben, anhand derer ich auch die Kinetik dann messen kann, wo ich dann objektiv sagen kann, es werden mehr Fälle oder es werden weniger. Das ist ja, wie Sie wissen, bis heute, und wir haben jetzt 4 Monate später, ja, unterblieben. Und hier kommt man auch ohne Verschwörungstheoretiker zu sein, ja, fast nicht dem Verdacht aus, man muss fast den Verdacht äußern, da steckt System dahinter. Weil es gibt keinen plausiblen Grund, warum das nicht schon längst gemacht wurde und gemacht wird. Und meines Wissens nach hat also das Robert-Koch-Institut jetzt für Mitte Mai den Start einer Durchseuchungsstudie einmal in Aussicht gestellt, nachdem Vertreter der Charité ja an der bisher einzig
vorliegenden Studie, die wir hier haben, die also nennenswert belastbare Daten gebracht hat, nämlich diese sogenannte Heinsberg-Studie, die ja schon wiederholt auch in den Medien zitiert worden ist, Kritik geübt hat, was ich ja also fast unverschämt finde, nicht? Ich meine, Kritik zu üben, aber selbst nicht zu machen, ist ja schon kaum mehr an Dreistigkeit zu überbieten, nicht? Also ich denke mir, da wurden wenigstens einmal nach bestem Wissen und Gewissen und nach durchaus wissenschaftlichen Grundsätzen, natürlich mit gewissen Einschränkungen von der Aussagekraft her, aber es wurden einmal Daten erhoben. Und eigentlich müsste man, wenn man also dann eine Eskalation oder eine Deeskalation macht, das ja auf einem Datenfundament machen, das man bis dahin erhoben hat. Und das ist bisher nicht passiert. Wir befinden uns nach wie vor in einem Blindflug. Wir wissen nicht, welcher Prozentsatz der deutschen Bevölkerung infiziert ist. Wir wissen nicht von den Infizierten, welcher Prozentsatz erkrankt, welcher schwer erkrankt und welcher stirbt. Und ich möchte jetzt nicht in einen Monolog verfallen, aber ich glaube, ein Beispiel ist für mich schon so plastisch, dass wir es uns vielleicht doch vor Augen führen sollten. Bitte. Wenn Sie heute, wenn Sie vor einer Woche 100 Personen getestet hatten und von diesen 100 Personen sind 20 positiv, ja, und Sie pflegen das in die aktuell sozusagen übliche Datenbank ein, dann stehen da 20 Fälle drin. Wenn Sie sagen, es ist nichts wichtiger als testen und Sie testen heute, eine Woche später, 10.000 Leute und Sie finden 1.000 positiv, dann sehen Sie in der Datenbank, die eingesehen wird, einen Sprung von 20 auf 1.000 und sagen, um Gottes Willen, was ist hier los? Wir haben 50 Mal mehr Fälle als noch vor einer Woche. Hier geht eine Katastrophe los. Wenn Sie es im Zusammenhang mit der Bezugszahl sehen, so sind 1.000 von 10.000 nur 10%. Das heißt, de facto hat sich die Zahl halbiert. Und das soll nur zeigen, wie unkritisch hier zum Teil mit Zahlen umgegangen wird, wie unverhältnismäßig die Bewertung der Zahlen ist, wie zum Teil vollkommen unkritisch auch Ableitungen und Rückschlüsse getätigt werden. Und das findet dann natürlich seine Spitze noch darin, dass zumindest vorübergehend Vertreter des Robert-Koch-Institutes von der Obduktion von Leichen abgeraten haben und damit ja den Pathologen ihre Basisqualifikation sozusagen abgesprochen haben, wo dann offensichtlich nur, das ist meine Interpretation, durch massive Intervention der Pathologen dann diese Formulierung unter Anführungszeichen als unglücklich geschildert wurde und zurückgenommen worden ist. Aber ich meine, das ist schon alles in allem, glaube ich, eine Situation, an der man zu Recht, und zwar jetzt ohne parteipolitisch abhängig zu sein, sondern einfach aus Sachgründen massive Kritik üben darf.